Ergebnissen für sogar für einen Podestplatz gut ist. Der 7. von Freitag, der 5. von Vikersund. Robert kann jetzt 217,5 Meter im Probedurchgang. Da war er, der drittweiteste. Ja, mit gleichem Anlauf wie jetzt. Also ich glaube, jetzt werden wir mal über 200 anzeigen, wann er erwischt. Dann hat er schon wieder erwischt. Der geht sogar sehr weit. Wow. Wie weiter? Wow. Fast an die 2,25. Und der war über 2,20 und so locker hingesprungen. Wow. Der. Ach, so entschlossen gesprungen. Was das sagst, der donnert weg am Schanzentisch. Und sofort Beinspannung ist drüber und der Kopf. Du hast richtig gesehen, wie der nach vorne aussehen will. 222 Meter, so weit ist heute im Probedurchgang noch keiner geflogen. Also absolut ein Podestkandidat. Und das praktisch ohne Aufwind. Schaut. Geht schon, nimmt die Knie vor dem Absprung ein wenig zusammen, dass sie einfach besser vorn bleiben, dass er besser übers Knie, dass der Unterschenkel besser vorn bleibt und dass der Oberschenkel besser übers Kniegelenk drüber hebeln kann. Ist also ein kleiner Trick von immer. Aber schau, wie hoch der da ist und bleibt drüber. Gibt nicht auf, macht Beinspannung wirklich bis zum Schluss, ja, und bemüht sich also einen halben Telemark zu machen. Ja, den hat er ganz gut hingekriegt, zumindest haben sie Sprungrichter so gesehen, Andi. Ja. Ja, hat sich auch wirklich bemüht. War nicht entschlossen eingesetzt, aber er hat sich bemüht. Und mit dem weitesten Flug auch die bis